So, hallo ihr Lieben. In unserem heutigen Geometrieaufschrieb zeichnen wir zuerst mal einen Kreis. Dazu stellt ihr euer Geodreieck, ja, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, vielleicht mal so auf 3,5 cm ein. Das muss überhaupt gar nicht festgelegt sein. Dann stecht ihr irgendwo ein. Das Einzige, was ihr nachher noch braucht, ist den Einstechpunkt, das heißt den Mittelpunkt des Kreises. Man sieht den ja aber eigentlich immer sehr gut danach. Den markiere ich mir jetzt. Ihr könntet euch den aber auch zuerst markieren und dann den Kreis zeichnen. Zusätzlich habe ich hier noch Platz für eine Überschrift gelassen, denn wir wollen heute die Tangente an einen Kreis konstruieren. Die Tangente eines Kreises. So. Und dann geht's auch schon los. Tangente, was ist damit überhaupt gemeint? Das kommt übrigens aus dem Lateinischen von tangere. Das schreiben wir mal dazu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und das bedeutet eben berühren. Also, wir wollen irgendetwas zeichnen, was den Kreis berührt. Und berühren bedeutet wirklich nur in einem Punkt den Kreis, also die Kreislinie berühren. Und das versuchen wir jetzt erstmal mit dem Geodreieck ohne eine Konstruktion. Und das mache ich hier oben. Und wenn wir die Tangente zeichnen wollen, dann versuche ich mein Geodreieck hier so anzulegen, dass wenn ich hier die Tangente zeichnen würde, den Kreis nicht schneide, sondern dass ich den gerade so in einem Punkt berühre. Dann würde das so aussehen und mein Berührpunkt, der wäre dann gerade hier. Also, wir notieren mal, das ist eine Tangente. Aber ich schreibe in Klammern mal dazu, dass wir die mit Geodreieck gezeichnet haben. Also, ich habe mir hier einfach die Tangente so gezeichnet, dass ich die gerade in einem Punkt berühre. Jetzt als nächstes wollen wir diese Tangente aber tatsächlich konstruieren. Dafür wähle ich mir einfach zuerst mal einen Punkt aus, durch den die Tangente nachher durchgehen soll, und diesen Punkt nenne ich mal B. Und was ich dann als erstes mache, ist den Radius MB einzeichnen, also die Verbindungsstrecke vom Mittelpunkt zu diesem Punkt B auf meiner Kreislinie. Und das zeichne ich hier ganz leicht ein. Und zusätzlich muss ich diesen Radius dann noch ein bisschen verlängern. Und die Verlängerung, die zeichne ich wirklich nur noch hauchdünn und gestrichelt ein. Also von da nach da ist die Strecke MB, das ist mein Radius. B habe ich mir einfach irgendwo beliebig hingesetzt. Ihr könntet das B auch nach hier oben setzen. Und dann verlängere ich den Radius. Dann nehme ich als nächstes mein Zirkel. Ich steche in den Punkt B ein. Und jetzt deute ich so einen Kreis um B an, dass ich zweimal den Radius und den verlängerten Radius schneide. Da ich ja den Radius hier nur gestrichelt gezeichnet habe, wähle ich mal mein Geodreieck, meinen Zirkel so von der Größe aus, dass ich auf jeden Fall auch meine gestrichelte Linie schneide. Also einmal hier und einmal da. Und weil das nur Konstruktionshilfen sind, muss ich diesen Kreis hier auch gar nicht ganz einzeichnen, sondern das reicht, wenn ich einfach einmal den Kreis auf der einen Seite und den Kreis auf der anderen Seite andeute, dass ich hier also zwei Schnittpunkte
auf zwei Punkte auf meinem Radius bekomme. So, und diese zwei Punkte haben denselben Abstand zu B. B liegt jetzt in der Mitte dieser beiden Punkte. Die beiden Punkte markiere ich mir wieder und die nenne ich A. Jetzt wollte ich schon fast B schreiben, aber B haben wir ja schon, A und C. Also B liegt jetzt genau in der Mitte von A und C, denn A und C liegen ja auf dem Kreis um B und alle Punkte, die auf einem Kreis liegen um den Mittelpunkt, haben von diesem Punkt denselben Abstand. Das heißt, C und A sind von B gleich weit entfernt. Und vielleicht habt ihr schon eine Idee, was wir jetzt als nächstes machen. Denn wir konstruieren jetzt von A und C die Mittelsenkrechte. Die Mittelsenkrechte verläuft dann genau hier entlang, steht senkrecht auf dem Radius und geht durch den Punkt B durch. Und dann haben wir auch schon eine Tangente. Also, ich steche in A ein. Mein Zirkel sollte größer eingestellt sein als die Hälfte der Strecke AC. Dann zeichne ich hier wieder nur die Teile meines Kreises. Wichtig, jetzt den Zirkel nicht mehr verstellen. Ich steche in C ein. Zeichne den anderen Schnittpunkt. So, jetzt habe ich hier meine zwei Schnittpunkte der Kreise um A und C und die verwende ich jetzt, um meine Tangente zu zeichnen. Und die Tangente zeichne ich jetzt in einer Farbe. Ich nehme dafür Rot. Und ihr erkennt jetzt, ob ihr es sauber konstruiert habt, wenn eure Tangente, wenn ihr euer Geodreieck an diese beiden Schnittpunkte hier anlegt, exakt durch B durchgeht. So, dafür muss man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen, um das Geodreieck auszurichten, sorgfältig arbeiten. Und ganz wichtig, wir zeichnen wieder die Mittelsenkrechte über die beiden Schnittpunkte hinaus, denn auch eine Tangente ist eine Gerade, keine Strecke mit einem Anfang und einem Ende. Das heißt, das ist jetzt die Tangente an den Kreis durch B. Also wir haben erst einen Kreis, dann einen Punkt auf B, dann einen Punkt B auf dem Kreis und dann möchte ich dadurch die Tangente ziehen. Das heißt, wir sehen, eine Tangente steht immer senkrecht auf dem Radius. Das wollen wir hier auch gerade noch mal überprüfen. Hier habe ich ja zuerst die Tangente gezeichnet, dann den Berührpunkt. Und wenn ich jetzt den Radius einzeichne vom Mittelpunkt zu diesem Berührpunkt, dann sehe ich auch schon schön mit der Hilfslinie vom Geodreieck, dass die hier senkrecht aufeinander liegen. Also, einmal die Tangente konstruiert mit Zirkel und Lineal und einmal durch Anlegen mit dem Geodreieck. Und jetzt wollen wir hier für die Konstruktion noch eine Konstruktionsbeschreibung anfertigen. Konstruktionsbeschreibung. Okay, also was haben wir als erstes gemacht, wenn wir den Punkt M und den Punkt, also den Mittelpunkt gegeben haben und den Punkt B auf dem Kreis? Dann haben wir als erstes gemacht, wir haben MB gezeichnet, diese Strecke hier und die dann aber ein bisschen verlängert. Zeichne MB und verlängere. Gestrichelt. Dann zweitens zeichne um B einen Kreis, der MB schneidet
MB schneidet in den Punkten. A und C, das war jetzt eigentlich nicht so toll formuliert. Besser wäre, zeichne um B einen Kreis, der MB in den Punkten A und C schneidet. Also, wir zeichnen hier einen Kreis und erhalten den Schnittpunkt A und C. Und dann drittens, konstruiere die Mittelsenkrechte der Punkte A und C, konstruiere MAC. Damit erhältst du die Tangente an den Kreis durch B. So. Hier die Tangente an den Kreis durch B. Wunderbar. Ihr habt jetzt heute gelernt, was eine Tangente ist, wie man eine Tangente mit dem Geodreieck zeichnet, wie man eine Tangente konstruiert. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, Video nochmal anhalten, zurückspulen und durcharbeiten.